Ich bin heute hier, um euch die Besonderheiten der neuen R4-Bissanzeiger vorzustellen. Besonderheiten meine ich zum einen, was sie unterscheidet von den R3, denn das dürfte viele interessieren. Und natürlich auch einfach, was diese Features sind, von denen wir glauben, dass sie die R4 auf dem Markt als solches wirklich einzigartig machen. Ich fange mit den kleinen an, arbeite mich dann zu den wirklich interessanten Neuerungen vor. Ich lasse den ganzen einfachen Kram wie Diebstahlschutz, Lautstärke, Ein- und Ausschalten und Töne und so weiter einfach mal weg. Dafür haben wir ein separates Video, wo das alles erklärt ist, auch wie ihr alles programmiert und so weiter. Sondern ich konzentriere mich wirklich nur auf die interessanten Modi und Neuerungen. Ich fange einfach mal mit den LEDs an. Was leuchtet, ist immer interessant. Die LEDs kann man jetzt in der Farbe verstellen. Einfach hier den Knopf halten und dann drücken. So könnt ihr zwischen den ganzen Farben durchwählen. Es sind 5 an der Zahl, aber nicht nur verschiedene Farben, sondern auch immer 2 verschiedene Helligkeiten pro Farbe. So könnt ihr eben den Kopf vom Bissanzeiger immer so einstellen, wie ihr das gerne haben möchtet. Dabei auch interessant zu wissen, wenn ihr die Farbe am Kopf wechselt, ändert er auch direkt die Farbe hier an der LED auf der Funke, je nachdem, wo ihr ihn einprogrammiert habt. Aber schaltet ihr hier auf grün, wird es hier grün. Schaltet ihr auf rot, wird es hier sofort rot. Ihr müsst nichts umstecken hier oder schrauben oder keine Ahnung. Ist eine 1:1 Übertragung. Genauso mit dem Ton übrigens. Was man weiter zu den LEDs sagen kann, ist, wir haben den neuen Look gegeben. Die ist wie eine Wraparound-Style. Also man kann selbst tatsächlich vom hinter dem Bissanzeiger noch die Diode sehen. Da geht es einfach darum, egal wo ihr euch in eurem Swim befindet, wenn ihr einen Pieper hört und ihr guckt, seht ihr immer, welcher Bissanzeiger es war. Beide Dioden leuchten gleichzeitig auf. Das ist anders als beim R3, wo eine in Echtzeit schnell geblinkt hat bei einem Biss und die andere hat dann dieses Nachgepulste gemacht. Da haben wir auch auf die Konsumenten gehört. Die wollten gerne eben 2 voll funktionsfähige LEDs, die nachleuchten nach einem Einzelpieper. Hier haben wir es jetzt, was das heißt ist, egal wo ihr eben seid, wo euer Zelt im Verhältnis zu euren Routen steht, ihr habt immer eine solide optische Bissanzeige gegeben. Was noch interessant ist, ist 2 verschiedene neue Modi, die wir einprogrammiert haben. Der eine ist vielen bekannt vom R3, das heißt, ihr drückt einmal hier auf die Taste und der Kopf ist eben komplett stumm, nur die LED leuchtet und der Ton kommt jetzt nur aus der Funke. Die 2 neuen Modi sind folgende. Der eine, ein Knopfdruck und man dreht das Ganze quasi um. Jetzt kommt ein Ton aus dem Lautsprecher, aber die LED leuchtet nicht. Und als drittes, da ist quasi alles komplett tot. Das heißt, aus dem Kopf kommt überhaupt kein Signal mehr. Übertragung findet nur noch auf der Funke statt. Das ist einfach für die Situation, wo man sich sehr unauffällig bewegen möchte. Warum auch immer. Ein weiterer Druck und man ist wieder ganz normal im Standardmodus, wo eben hier LED leuchtet, Lautsprecher funktioniert und wenn man die Funke benutzt, natürlich auch die Übertragung auf die Funke stattfindet. So viel dazu. Weiteres interessantes Detail ist, Nash hat jetzt einen Dropback-Ton. Wir konnten das lange nicht, weil eine andere Firma ein Patent dafür gehalten hat. Jetzt, wo das Patent abgelaufen ist, haben wir natürlich reagiert und haben jetzt einen Dropback-Ton. Aber wir wären nicht Nash, wenn wir es dabei belassen hätten, sondern wir haben das Ganze ein bisschen weiter gedacht. Und versucht euch mal folgende Situation vorzustellen. Was ich ganz gerne mache, ist, wenn ich eine Route habe, die sehr gefährlich liegt, also sprich direkt vor Holz, Bremse zu, dann setze ich die oft auf den schrillsten Ton, den ich habe. Und die anderen Routen oder Route oder Routen, je nachdem wie viel erlaubt sind, kommen auf niedrigere Töne. Damit, wenn ich das Schrille höre, egal was ich gerade mache, ich weiß immer, das ist meine Danger Route, meine gefährliche Route, da muss ich schnell hin. Wenn man jetzt eben die Routen auf verschiedenen Tönen hat, dann ist dieses Standardprinzip von heller Ton vorwärts, etwas dumpferer Ton rückwärts oder Fallbiss gar nicht mehr so einfach zu differenzieren. Ist das jetzt einfach nur 2 Pieper auf einer von meinen normalen Routen und kein wirklicher Grund zur Sorge? Oder könnte das ein Dropback auf meiner Danger-Route sein? Was wir dadurch gemacht haben, ist, wir haben einen Ton erzeugt, der einzigartig ist. Es ist nämlich eine Art Doppelton und der ist sehr, sehr einfach zu erkennen. Wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, erkennt man den immer sofort. Der hört sich nämlich wie folgt an. Und denke ich mal, was man sehr gut aufnehmen kann, ist einfach ein Doppelton. Und dieser Doppelton macht sehr, sehr einfach, immer zu erkennen, dass irgendwas das Blei auf euch zubewegt hat, was immer ein Grund sein sollte, darauf zu reagieren. Gleiches gilt natürlich eben, warum ist so ein Dropback-Ton auch interessant, wenn man nachts Schnurschwimmer hat. Ein Schnurschwimmer, wo man einfach 2 Pieper nach vorne hat und danach wieder 2 Pieper zurück, ist kein Grund wirklich aufzustehen nachts und nachzuschauen, sondern es klingt dann eben piep, 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 piep,
und man wusste eben, ah, zwei hoch, zwei runter, alles ist gut. Hier klingt das jetzt eben so. Und ihr wisst eben, nichts Großes ist passiert. Drei hoch, drei runter, zwei hoch, zwei runter, ist eben ein klassischer Schnurschwimmer. Einfach ein wichtiges kleines Detail. Des Weiteren, was auch interessant ist zu erwähnen, wenn wir schon vom Thema Schnurschwimmer sprechen, ist eben die Empfindlichkeit. Und das dürfte vielleicht das interessanteste neue Feature am R4 sein und auch das, worauf wir richtig stolz sind. Denn jeder von uns hat es wahrscheinlich oder jeder von euch hat es schon mal erlebt, wer auf Karpfen angelt, hatte mal so eine Nacht, wo Schnurschwimmer oder einzelne Pieper, die eben nicht von einem Fisch herrührten, einen in den Wahnsinn treiben. Es gibt verschiedene Gründe. Einer eben genannt, Fische berühren die Schnur, der klassische Schnurschwimmer. Aber es kann natürlich auch Wind sein, Wellen, Kraut, das sich bewegt, was in die Schnur geraten ist. Schiffsverkehr an einem Kanal, wo sich die Swinger oder Bobbins alle hochbewegen. Es piept an allen Routen, dann nach einer Zeit gehen, fallen sie alle wieder runter. Wer solche Nächte mitgemacht hat und die Situation kennt, der weiß, es treibt einen in den Wahnsinn. Und wir haben immer nach einer Lösung gesucht. Die einzige Lösung, die bis jetzt der Industrie eingefallen ist, und es ging uns lange genauso, ist das Prinzip einfach weniger empfindlich und noch weniger empfindlich. Und dann machen wir noch weniger empfindlich. Bis hin zu dem Punkt, wo manche Bissanzeiger 20 cm Weg haben zwischen jedem einzelnen Piepser. Das ist 20 cm ist natürlich perfekt, um irgendwelche Fehlpiepser zu eliminieren. Es ist aber auch perfekt, um was Wichtiges zu verpassen. Denn 20 cm sind eine Menge. Und um nachts einmal vier Pieper zu erzeugen, hat man dann schon eben fast einen Meter Weg. In vielen Situationen will ich dem Fisch keinen Meter lassen, bevor ich reagieren kann. Und in vielen Situationen wird man vielleicht auch gar keinen Meter bekommen, um auf irgendwas reagieren zu können. Als Beispiel eben, man fischt in dicken Kraut oder einfach auf lange Distanz, hakt nachts eine Brasse, da passiert dann wirklich manchmal nicht viel, sondern meistens ist es nur, wenn die Brasse das Blei aufnimmt und los wird, dann kriegt man so einen ersten Schlag in die Rute, der Swinger bewegt sich oder der Bobbin bewegt sich und danach, das Beste, worauf man hoffen kann, sind so ein paar kleine Twitcher in der Schnur. Und da kommen wir eben mit was Neuem um die Ecke und das erzähle ich euch jetzt. Wir nennen dieses Prinzip Wave Sensing, weil es stammt tatsächlich daher, dass mich ganz oft diese Einzelpieper gestört haben bei Wellen und der Verwendung von geflochtener Schnur. Es ist halt einfach eine fiese Situation, es gibt immer diese schnellen Schläge in die Rute und dann kriegt man oft diese einzelnen Pieper und das hat mich über die Jahre echt in den Wahnsinn getrieben. Und um das zu umgehen, haben wir eben diese Funktion des Wave Sensings entwickelt. Davon gibt es zwei verschiedene Stufen und wie die funktionieren, zeige ich euch jetzt. Was noch wichtig zu erwähnen ist, es gibt insgesamt 5 Empfindlichkeitsstufen. Die erste verwendet das Röllchen, ganz, ganz klassisch, vor allem was für den Winter, wenn man oft langsame und wenig Bewegung hat, dann ist ein sehr empfindliches Schnurlaufröllchen interessant in einem Bissanzeiger. Wenn ich jetzt einen Modi weiterschalte, Modus 2 und 3 sind dieselben wie im R3 und funktionieren auf, mit dem Speed Sensing, wo eben die Geschwindigkeit gemessen wird, in der etwas durch den Bissanzeiger geht und so oft eben auch diese ganz langsamen Bewegungen, die von Kraut in der Schnur und so weiter verursacht werden, eliminiert werden können, sodass man keine einzelnen Pieper kriegt, keine Fehlbissanzeige quasi. Und wenn wir dann in den Modus Nummer 4 gehen, haben wir Wave Sensing. Und was Wave Sensing macht, einfach gesagt, ist, es verschafft euch einen Puffer. Ein Puffer von 15 cm in die eine oder in die andere Richtung. In dem Augenblick, wo ihr den Modus wählt, resettet sich quasi der Bissanzeiger auf 0 und jetzt misst er quasi, was immer in die eine oder andere Richtung durchgeht. 1, 2 cm in die eine, 3, 4 in die andere, aber er gibt keinen Ton von sich, sondern eben alle diese Bewegungen, die vielleicht von einem Schnurschwimmer oder irgendwas anderem ausgelöst werden können, werden unterdrückt. Es findet keine Bissanzeige statt, aber sobald 15 cm hindurchgehen oder eben ein Fallbiss stattfindet, schaltet sich der Bissanzeiger in einen sehr empfindlichen Modus zurück. Und das ist dieser Vorteil. Ich demonstriere das einmal gerade. Hier sieht man, nichts passiert. Sobald aber eben es da nach vorne geht, hat man einen vollsensiblen Bissanzeiger. Und der Clou ist eben, dass der Bissanzeiger sensibel bleibt. Wie ihr hier sehen könnt, selbst der kleinste Twitch in der Schnur danach wird sofort wieder mit einem Pieper belohnt. Das heißt eben, die Brasse auf große Distanz in der stürmigen Nacht kriegt ihr mit. Der Fisch, den ihr im Kraut hakt, der danach im Kraut sitzt und vielleicht nur ab und zu mit dem Kopf schlägt, kriegt ihr mit. Und das ist dieser Riesenvorteil. Das ist einfach
der Unterschied. Während ich damit dran gearbeitet habe, mit Ellen und Kevin, haben wir oft über Intelligent Sensitivity geredet, also intelligente Empfindlichkeit, anstelle dieses plumpen, weniger empfindlich, noch weniger empfindlich. Aber machen wir doch einen halben Meter bis zwischen den einzelnen Piepern. Das kann einfach nicht die Antwort sein. Und das ist genau die Lösung dafür. Findet 30 Sekunden lang nichts statt, resettet sich der Bissanzeiger von ganz alleine und ihr habt wieder die 15 cm Weg, in denen nichts passiert. Für mich absolut genial. Einfach, aber dennoch absolut geniale Lösung. Das Ganze kann man dann noch auf die Spitze treiben, indem man in Modus Nummer 5 geht. Der wurde, während ich daran gearbeitet habe, von mir auf Bootsmodus genannt, aber es ist einfach auch das gleiche Prinzip des Wave Sensings. Hier allerdings habt ihr 30 cm Weg. Und was das heißt, weiß jeder, der schon mal vom Boot aus auf Karpfen gefischt hat oder vielleicht auch im Winter mit Deadbait auf Hecht oder ähnliches. Die meisten Jungs, die ihr vom Boot aus angeln seht, werden überhaupt gar keine optischen Bissanzeiger, also Swinger oder Bobbins, benutzen, weil die genau das Problem sind. Die halten die Schnur stramm und deshalb, wann immer sich das Boot bewegt durch die Wellen oder weil ihr euch im Boot bewegt, eben bewegen sich auch die Swinger und es piept permanent. Also werdet ihr entweder sehen, dass Jungs gar keine optischen Bissanzeiger verwenden oder sie drehen sie um, was aber auch nicht die Lösung ist. Weil ein Full Run ist dann immer noch ein Full Run und ein Fallbiss kriegt ihr auch nur mit, wenn ihr gerade hinguckt. Ansonsten, wenn ihr eine Stunde lang aufs Handy geguckt habt, seht ihr auch nur, oh, irgendwann in der letzten Stunde ist da irgendwas passiert. Nicht die perfekte Lösung. Hier haben wir 30 cm Weg, ich demonstriere das hier mal. Da kann der Bobbin wirklich von ganz unten nach ganz oben und wieder zurück. Müsst ihr euch jetzt vorstellen, wie sich das Boot eben bewegt. Und nichts passiert, aber auch sobald eben 30 cm Abzug stattfindet, habt ihr einen vollsensiblen Alarm, der danach auch auf den kleinsten Zupfer ganz sensibel reagiert. Absolut genial, vom Boot aus getestet und es ist absolut Gold. Es löst nämlich eins der Probleme, die über Jahre halt für Bootsangler bestanden haben, komplett. Was noch interessant ist zu erwähnen, wir haben die Batterien gewechselt, wir sind weg von den CR2-Batterien-Typ, den kleinen, dicken, hin zu den 3xA-Batterien. Ich glaube, das ist der gängigste Batterietyp, den es gibt. Findet ihr ja, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr irgendwo um euch rum an der Tanke, wenn es sein muss. Also einfach das gängigste an Batterie, was es gibt. Hohe Lebenszeit eben auch garantiert und ja, damit eine echte Bereicherung. Zum Schluss erzähle ich euch noch ein bisschen was zur Funke. Was an der Funke nämlich interessant ist, wo wir gerade beim Thema Batterien waren. Die Funke hat keine Batterien im klassischen Sinne, sondern wird über USB-C geladen. Sprich, hier drin ist ein dicker Akku verbaut. Und dieser Akku, wenn er vollgeladen ist, gewährt eine Lebenszeit von 20 Wochen in Standby. Das heißt also, für die meisten Leute wird 20 Wochen Standby-Zeit mehr als ein Jahr Fischen sein. Ich sage immer scherzenshalber, wenn ihr die zu Weihnachten geschenkt bekommt oder euch selber zu Weihnachten gönnt und die da zum ersten Mal aufladet, könnt ihr wahrscheinlich jedes Jahr, wenn ihr unter dem Weihnachtsbaum sitzt, die Funke rausholen und einmal aufladen und habt wieder für ein Jahr genug Batterie. Natürlich auch hier, wenn die Batterie mal leer geht, warnt euch die Funke natürlich früh genug. Wir haben etwa 10 Tage einprogrammiert, bevor sie leer geht. Das heißt, ihr habt alle Zeit der Welt. Ihr könnt die an einem Laptop laden, im Auto, an der Powerbank, whatever. Sobald ihr die aufladet, leuchtet hier die LED orange. Sobald es voll ist, grün, absolut selbsterklärend. Und ja, hält danach einfach schlicht und ergreifend ewig. Nettes Detail auch noch hier hinten dran. Ihr könnt diesen Ring ausklappen und habt damit einfach einen kleinen süßen Standfuß. Braucht man keine extra Basis oder irgendwas, wo man das Ding einklippt, sondern eben alles integriert, mega durchdacht. Und eine richtig geile Geschichte. Und das geilste Feature befindet sich hier hinten auf der Seite. Und dazu erzähle ich euch jetzt noch mal ein bisschen mehr. Die R4 haben eine LED auf der Rückseite. Wofür ist das? Nicht um nachts jeden am See wissen zu lassen, wenn ihr einen Biss habt, sondern für euch selbst. Und zwar für die Navigation mit dem Boot. Die Leute, die Routen mit dem Boot ablegen, kennen das Problem. Man geht nachts raus, um eine Route abzulegen, hat vergessen, ein Licht hinzulegen. Über die Jahre habe ich alles Mögliche gemacht. Kopflampen, Teelichter, Reflektoren angeklebt und weiß der Geier was. Aber immer wieder kommt es vor, du vergisst es doch, bist draußen, legst die Route, fährst zurück. Im schlimmsten Fall kommst du halt eben falsch raus, hast den Schnurbogen in die Schnur gefahren. Worst-Case-Szenario, du hast einen E-Motor dran, sammelst eine deiner anderen Schnüre ein. Also alles Kram, der
wahrscheinlich jedem schon mal passiert ist, mir viel zu oft. Und ich weiß halt, wie lästig es ist. Und aus dieser Erfahrung raus ist halt die Idee entstanden, mit einem Navigations-LED zu arbeiten. Das ist mega einfach zu bedienen. Die sind quasi immer auf Standby. Und ihr könnt einfach über die Funke und hier das Pressen dieser Taste hingehen und könnt zwischen den Routen durchschalten. Ich nehme jetzt mal hier die ganz linke, bestätige das. Dann leuchtet die auch immer grün auf. Und ihr wisst, jetzt leuchtet hinten eben die LED. Die blinkt dann auf und gibt euch, wenn ihr auf dem Wasser seid, eine klare Idee, wo eure, in dem Fall linke Route, sich befindet und wie ihr gerade darauf zufahren sollt. Wenn man die Bissanzeiger auf einzelnen Bankstick verteilt hat, wie ich das in Frankreich oder in anderen großen Gewässern gerne mache, wo man die Routen teilweise auch 10 Meter auseinander hat. 10 Meter hören sich immer so viel an und ja, es erleichtert es mit dem Boot rein und raus. Ist man aber 100 Meter draußen auf dem Wasser, werden 10 Meter auf einmal eine ziemlich schmale Schneise. So könnt ihr immer sehen, genau wo ist die Route, wo ich hin will, oder der Bissanzeiger, wo ich hin will, fahrt in einer geraden Linie, kein Schnurbogen, keine andere Schnur aufsammeln. Auch wieder ultra simpel, aber mega genial. Und ich benutze es jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren. So lange habe ich die ersten Prototypen und ich will es nicht mehr missen. Ist mega geil. Ein weiterer Aspekt beruht auch auf einer wahren Geschichte. Und zwar, ich habe mich mal auf einem See verirrt. Ist tatsächlich passiert. Ich war an einem großen See in Frankreich, wo ich vorher noch nie war. Hatte nachts einen Biss. Bin raus, habe den Fisch gedrillt, war relativ weit draußen, es war Wind, der mich immer weiter weggedrückt hat, ein paar Mal im Kreis gedreht, ich habe irgendwann diesen Fisch gekeschert und wusste nicht mehr genau, wo ich war. Also ich wusste nicht, wo mein Camp war, wohin ich genau zurück musste. Ich bin dann einfach ans nächste Ufer, habe der Uferlinie gefolgt, bis ich irgendwann wieder zurückgefunden habe und war bestimmt eine Stunde unterwegs. Zwischendrin musste ich irgendwann natürlich den Fisch schwimmen lassen, weil ich es nicht mehr rechtfertigen konnte, den Fisch da länger im Kescher zu lassen, und war, gelinde gesagt, stinksauer. Als ich wieder zurückkam, ich war einfach angepisst, auf gut Deutsch gesagt, weil ja, in so einem Augenblick hasst man sich selber, aber man fragt sich halt auch, okay, kann ja irgendwie keine Lösung sein. Ne? Und dafür haben wir noch ein weiteres Gimmick quasi einprogrammiert. Ihr könnt nicht nur eine Route anvisieren, sondern ihr könnt auch alle. Und dann bestätige ich das eben auch. Zack, leuchtet einmal auf, zack, und jetzt leuchten alle meine Köpfe gleichzeitig auf. Auch wieder, ist einfach ein Tool. Stellt euch vor, ihr seid in einer ähnlichen Situation, ihr seid draußen, ihr wisst nicht mehr ganz genau, wie stehen die Routen im Verhältnis zueinander, wo bin ich genau. So, hier habt ihr die Möglichkeit jetzt eben, ne, euch umzuschauen, und im Idealfall findet ihr vielleicht eine, vielleicht aber auch alle eure Bissanzeiger irgendwo in der Distanz am Ufer und wisst wieder, wo ihr seid, wo ihr proportional zu euren Routen seid, findet sicher wieder zurück. Ich will jetzt nicht behaupten, dass das Leuten das Leben retten kann oder so, das wäre ein bisschen dick aufgetragen. Was aber definitiv kann, ist Leuten die Nacht retten, weil jeder, der schon mal im Nebel oder eben in absoluter Dunkelheit ja, die Orientierung verloren hat auf dem Wasser, weiß, es ist nicht so lustig, wie es sich für andere manchmal anhören mag. Ist der erste Bissanzeiger, der überhaupt so ein Safety-Feature eingebaut hat, der erste Bissanzeiger, der überhaupt Sicherheit des Anglers mit bedacht hat, und ich bin mega froh, dass ich mit dafür sorgen konnte, dass wir das umgesetzt haben, weil ich habe es dann in der Praxis eben probiert. Mir hat es das Leben in den letzten anderthalb Jahren so dermaßen erleichtert, dass ich mir 100% sicher bin, die Jungs von euch, die Bock darauf haben, die die Dinge ausprobieren, werden auch sagen, mega geil, und man kann es sich gar nicht mehr anders vorstellen nach einer Zeit. Ein weiterer Sicherheitsaspekt, den wir eingebaut haben, beruht auch wieder auf etwas, das mir selber mal passiert ist. Und zwar, mir ist ein Krautfeld in die Schnur getrieben und hat ganz, ganz langsam Schnur von der Rolle geklaut. Da kann es dann tatsächlich passieren, dass ihr nachts ja eine Handvoll Pieper kriegt, aber am nächsten Morgen seht, dass eben sich richtig viel bewegt hat letzten Endes. Bei mir war es so, ich bin morgens rausgekommen. Ich hatte nachts ein paar Pieper, aber ich hatte das nicht so präsent. Es waren halt einzelne Pieper, worüber wir vorhin schon gesprochen haben, und habe daneben gesehen, dass an der einen Route eben die Schnur quasi im rechten Winkel von der Routenspitze wegging, und es war ein riesen Krautfeld reingetrieben, und ich konnte dann, als ich auf die Rolle geguckt habe, sehen, dass sich die Spule immer so klick, klick weiter bewegt hat. Dafür haben wir auch einen Sicherheitsmechanismus eingebaut. Der R4 zählt, ob er jetzt piept oder nicht, aber er zählt jede Bewegung, er registriert jede Bewegung, die stattfindet. Und wenn euch so langsam Schnur geklaut wird von irgendwas, was euch in die Schnur getrieben ist, oder ihr habt die Bremse weich eingestellt und irgendwann zum Beispiel wird geschleust und es gibt eine Unterströmung oder was auch immer, wenn 3 Meter
durch den Bissanzeiger gehen, bekommt ihr nochmal ein Warnsignal. Egal über welche Dauer, das kann über Stunden halt passieren, aber bewegen sich 3 Meter durch den Bissanzeiger, kriegt ihr so einen doppelten Ton, so eben 3-mal hintereinander einen doppelten Ton. Und wenn ihr das jemals hören solltet, wisst ihr einfach, okay, ich sollte mal nachgucken, weil da stimmt irgendwas überhaupt nicht. Ne? Auch einfach ein kleines Sicherheitsfeature, was man sonst vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Und dann zu guter Letzt, ich gucke die ganze Zeit drauf und habe es überhaupt nicht erwähnt, wir haben jetzt auch neue Bobbins und Swinger. Und zwar Illuminated Bobbins und Swinger. Night Glow nennt sich die Range bei uns. Was machen sie? Sie leuchten beim Biss. Also das ist an und für sich natürlich nichts Neues. Aber wofür wir gesorgt haben, ist, dass eben kein Batteriefraß stattfindet, so möchte ich es mal nennen. Andere Modelle auf dem Markt, die es von anderen Firmen früher gab, waren dafür bekannt, dass sie in 0, nichts die Batterien leer gesaugt haben. Wir haben hier eine Sperre eingebaut, das heißt, es fließt kein Dauerstrom, es fließt nur Strom zwischen dem Kopf und dem Bobbin oder auch dem Swinger, wenn eben hier auch wirklich ein Biss erfolgt oder halt ein einzelner Pieper erfolgt, nur dann leuchtet eben auch der Bobbin auf. Jeden Bobbin, den ihr kauft, kommt mit 2 Gewichten mitgeliefert. Ihr könnt mehr kaufen, ihr könnt die auch abmachen. So könnt ihr euch eben eure Bobbins anpassen vom Gewicht her, wie ihr die in der jeweiligen Situation braucht. Habt ihr keine Lust auf diese Illuminated-Geschichten, auch kein Problem. Müsst ihr natürlich nicht verwenden, sondern hier im Inneren befindet sich so ein Bajonettanschluss. Und mit jedem Bissanzeigerkopf, den ihr kauft, kommt ein Adapter. Wenn ihr den hier reinklickt, könnt ihr weiterhin alle alten Slapheads, die normalen Bobbins von Nash oder auch die Strongarm-Swingerarme, die wir verkauft haben oder immer noch verkaufen, verwenden. Das heißt, ihr könnt wirklich kombinieren und benutzen, wie ihr das wollt. Behaltet aber immer dieses einfach, ja, ich sag mal, cleane und schöne Design, wo es eben direkt in dem Alarm drin ist. Ihr habt keinen Hockeystick hier drunter oder irgendein Bracket, wo was angesteckt, angeschraubt werden muss, sondern es habt eben diesen clean, sexy Look, den nur die A4 euch bieten, durch diese zentrale Buchse hier vorne. Nervt euch das Illuminated Design und ihr wollt irgendwann mal nicht mehr, dass die Dinger leuchten bei Nacht. Einfacher Druck von 3 Sekunden reicht aus und der Bissanzeiger bestätigt eben, jetzt leuchtet hier nichts mehr. Wenn ich jetzt nochmal drücke, ist der Bobbin wieder angeschaltet und leuchtet dann eben auch beim Biss wieder auf. Das soll es in Gänze auch gewesen sein. Ich denke, ich habe alles einmal mit eingebaut, was eben diese Bissanzeiger so besonders macht. Neben natürlich all den Standardfunktionen, wie gesagt, die ich euch ersparen wollte, weil sie wirklich nichts Neues sind. 5 verschiedene Farben, 8 verschiedene Töne und so weiter und so fort. Die von euch, die sie vielleicht schon haben, hoffe ich, haben sie schon zu lieben und schätzen gelernt. Die, die sich dafür interessieren, dürfte das vielleicht nochmal einen Einblick geben, warum ich der Überzeugung bin, dass sie aktuell die durchdachtesten und vielseitigsten Bissanzeiger auf dem Markt sind. Checkt sie aus, guckt sie euch bei eurem Händler mal an oder wenn man mir irgendwo über die Füße läuft, fragt mich. Ich habe sie eigentlich immer hinten im Auto. Und ja, das sind die R4. Für mich das Nonplusultra.